Herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Aufnahmerunde hier zurück bei dem radioaktiven verseuchten Spiel. Gut, Chloe ist jetzt wieder erwachsen. Oder vor allem wieder erwachsen, weißt du? War ein Kind, dann erwachsen, dann wieder Kind, dann wieder... Ah, schön. Wir haben ein paar Probleme. Pandemie. Bei uns bricht ja die Rückelbande. Spiel leckt ein bisschen, gell? Das ist nicht so flüssig, wie ich gedacht habe. Ich pausiere mal ganz kurz den Steam-Download. Steam lädt gerade nämlich irgendeine Spielrunde. Ja, 3% mehr. Okay, das passt. So, Vorrat an Nahrung geht zu Ende. Ich weiß Spiel. Was ist denn jetzt schon wieder? Kolonisten sind verstrahlt. Ich weiß. Ich weiß. Oh ne, jetzt ist die Katze da. Toll, genau da war nicht an. Egal, interessiert mich nicht. Armes Katzending. Pandemie vorhergesagt, okay. Da habe ich nur noch eine kleine Frage, und zwar Kolonie. Wo haben eigentlich diese... Wie heißt das nochmal? Irgendwas Medizinisches, gell? Dass die nicht so schnell krank werden. Das war doch... Das hier war Sauberkeit... War das nicht irgendein Dampfbad? Irgendwie eine Sauna. Das war eine Sauna. Das war eine Sauna, die ich meine. Aber wo ist die? Wo kriegt man die her? Weil das ist es ja nicht. Das hier ist Sauberkeit. Das ist ja keine... Doch, das ist Sauna. Freischaltbar. Sauna. Da steht auch gegen Radioaktivität, aber ich glaube, gegen einen Virus ist es nicht. Was haben wir denn für ein Zeichen beim Virus? Pandemie. Das meine ich. Pandemie. So ein Tornado. Schon Tornado? Nee, Tornado ist nicht aufgeführt. Nee, bei Tornado helfen dies nicht. Jetzt haben wir natürlich Problem. Wir haben Problem. Weißt du, wenn das Ding hier, dann sind wir eigentlich schon am Limit, gell? Am Limit unserer Fusion. Was ich ganz kurz mache, ich komme gleich wieder, lass die Katze raus. Und das kann jetzt wahrscheinlich wieder 5000 Mal so weitergehen, weil die Katze es nicht checkt. So, nach kurzen 3 Stunden bin ich wieder da. Nee, hat nicht so lange gedauert, aber ich war trotzdem 5 Minuten weg. Hat länger gedauert mit Fifi als gedacht. So, wir haben Strom, natürlich noch keinen Abnehmer. Da können die Fische sich ein bisschen was raussaugen. Aus der Leitung. Wir haben immer noch eine zu geringe Produktion von Essen. Das ist halt immer noch merkwürdig und ein bisschen doof. Da frage ich mich, können wir machen mal Play. Ich will hier das Virus überstehen. Können wir eventuell sogar die größeren Felder? Nee, haben wir nicht. Nee, können wir nicht. Wir haben nur 24 Pünktelis. Dafür bräuchten wir, um die größeren Felder... das hier wäre ja Fischzucht und das hier wäre der Fortschritt. Das heißt, wir bräuchten 150 von diesen Dingern. Macht das auch so. Mit dem Pfeiltosten. Wie geht das nochmal? Der ist immer noch auf dem Weg irgendwo anders. Was macht der? Stimmt, ich wollte die Kakerlaken holen, gell? Die kleinen Kakerlakelis. Hier wäre halt noch überall unfassbar viel Gebiet, was wir erkunden können. Aber ich würde erstmal den Oppes hier hinten hinschicken, dass er erstmal die 3 Gebiete erkundet, dann das abkrabbelt und dann wieder zurückläuft. Kann man hier auch über die Berge? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da auch irgendein geheimes Geheimlabor, vielleicht ein Bunker oder keine Ahnung. Wo man auch nochmal sein kann. Vorrat an Nahrung gibt. Ich weiß. Ich weiß Spiel. Wie sieht das hier aus? Jetzt ernten. Nee, die bauen doch erst an. Sind da fleißig dabei, neue Sachen anzubauen? Natürlich hier komplett verseucht das ganze Gebiet. Nicht so schön. Aber naja, was soll man dagegen machen? Ist halt so. Ein Kochhaus haben wir ja. Wir
könnten eventuell nochmal einen Trinkbrunnen bauen. Ich vermute mal, dass es nicht mehr ganz so viel ausmacht. Wie viel? Wo steht die Prozentzahl? Wie viel Ertrag das Ding bringt? Ach so, rechts. Da bringt es halt fast nichts. 61%, gerade da hat es 63. Bauen wir mal. Keine Ahnung. Ich würde aber auch nochmal ganz kurz schauen, ob hier irgendwelche Tiere in der Nähe sind, die wir eventuell jetzt mal betäuben könnten. Natürlich wachen die dann irgendwann wieder auf. Gell, Tobi? Wird wahrscheinlich die Folge hier niemals sehen, aber... So. Zwei. Kommt die? Ah ja, ein bisschen langsam auf den Füßen, aber okay. Zwei sind verstrahlt. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt schaffen irgendwie. Weil Nahrung geht da zu Ende. Da rennt nichts rum, hab gerade nur gedacht. Da ist ein Weg. Ne, das Wasser. Ah, wir werden verfolgt von diesen Mistkäfern. Was haben wir freigeschaltet? Ach so. Pandemie ist aktiviert worden. Hab gerade schon gedacht, wir haben irgendwas hier gefunden. Irgendwas Tolles. Aber nein. Dann wohl doch nicht. So, alle frei erkunden. Lalalalala. Drei Kolonisten sind schon versch... Ach so, nee, warte. Eine Lagerstätte ist wieder der... Ach so, das Geräusch kam wahrscheinlich von dem hier unten, gell? Wir können wahrscheinlich wieder umherziehen lassen. Ja, erkunde es erstmal. Weit können wir nicht laufen, da gibt es das hier. Da würde ich jetzt sagen, wir erkunden einfach alles drei. Aber ich glaube, hier in dem Gebiet ist es halt gefährlicher zu ackern. Ich würde es trotzdem mal erkunden. Oder eher gesagt, beobachten. Das Gebiet hier sieht gar nicht gut aus, gell? Achso, das ist nur der Nebel wegen der Seuche. Komm, Käfer, komm. Vor allem Käfer. Komm, lauf mal wieder schön nach Hause. Ab, ab nach Hause. Da, wo es dir sicher und gut tut. Und geht. Tut, tut, tut und tut. Oh, wir haben keine Nahrung mehr. Dafür können wir jetzt eigentlich fast alle Kolonisten losschicken. Die hier jetzt erstmal aufräumen. In dem Saftladen da drüben. So, wo war die Beere? Da war die Beere. Kommet und erntet. Dann könnt ihr doch die ganzen Tiere hier entfernen. Da rennt ein Hirsch rum. Den können sie zuerst abmoxen. So, dann könnt ihr das hier abkrabbeln. Das ist ja gleich in der Nähe hier von dem Ding. Das ist ja gleich in der Nähe. Nein, das wollte ich nicht, aber okay. So. Vor allem derzeit sind ja die Waden, gell? Wenn die Folge kommt, dann sind die Waden schon, also dann sind sie schon ein bisschen her gewesen. Aber derzeit sind in Amerika die Wahlen. Mal schauen, wer gewinnen wird. Ich hoffe Biden, weg mit Trump. Schädlingsbekämpfung. Ein freches Rattenrubel. Rudel hat es auf deine Nutzpflanzen abgesehen. Und wenn du nichts unternimmst, könnte am Ende alles leergefressen sein. Deine Leute vermuten, dass du das Nest einem
hohlen Baumstamm befindet. Räuchere sie aus der Ferne aus. Fange sie ein und verarbeite sie zu Hackfleisch. Ferne. So, ein Kolonist nähert sich dem Nest und zündet ein Bündel aus Stoff und Heu an, das er anschließend in den Baumstamm wirft. Kurz darauf stürmen die Ratten heraus und fliehen in den Wald. Ja, würde ich mal sagen, gut gemacht. Rennen überall die Ratten rum, gell? Sieht man doch überall rumlaufen. Warte, bevor ihr wegrennt. Ja. Entfernt sie bitte. Komm, der hier hat wenig Leben. 11 Kolonisten sind infiziert. 2 Kolonisten sind verstrahlt. Gut, ich glaube, das wird man nicht schaffen. So, bitte abbauen. Dann ab geht's wieder zurück ins Lager. Okay, die eine starb an Altersschwäche. Vor allem die eine darf ich nicht sagen. Das eine Mädchen. Gibt's ja eigentlich irgendwo... Da gibt's eine große Ruine. Da bräuchte ich dann wieder Zement, gell? Da wäre noch ein Busch. Bevor ihr wegrennt, dann geht bitte nochmal kurz da hin. Gut, der Spezialist ist wieder einsatzbereit. Also, du Spezialist, wo bist du? Da bist du? Hä? Da bist du? Warum ist er da? Ich habe ihn doch vorhin woanders abgestellt. Erkunde. Lauf dahin. Toll, jetzt hat er keine Punkte mehr. Gut, egal. Gut, die Pandemie breitet sich auf jeden Fall aus. Was wir machen können, wir bauen nochmal ein weiteres Zelt. So, ein medizinisches Schild. Bauen wir hier eine Zehe. Ich weiß gar nicht, wo der Weg entlang geht. Hello, Weg? Ne, das ist glaube ich zu knapp, gell? Ich will zwar nicht irgendwie was falsch hinbauen, ich will jetzt aber auch keinen Push haben. Oder eher gesagt, keinen Push betreiben. So, das einmal bitte groß. Ach, dafür brauchen wir nicht mehr Zement. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir dafür Zement brauchen. Aber okay. Dann bauen wir am besten... Da geht das nicht. Was ist da? Okay, da ist ein Brunnen. Wo haben wir es hingebaut? Da. Dafür bräuchten wir Holz. Gut, dann können die mir gerne, wenn die das Zeug abgeladen haben, so ein bisschen Holz holen, gell? Da gibt's noch Beeren. Da wären auch noch Beeren. Bären. Aber ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Gibt es hier hinten noch irgendwo Holz? Gegenstände. Ich weiß nicht, irgendwo muss doch noch Holz sein. Oder? Verschmutzung.
Nein. Busch. Nix, kein Holz. Kommt trotzdem wieder da ins Lager. Ich brauche euch jetzt nicht da hinten irgendwo in der Einöde. Da machen wir das einfach so. Wir verlegen die Arbeitszone einfach nach hier. Da können wir die ganzen Bäume weg. Dann kriegt man vielleicht wieder einigermaßen Holz hin. Kann mal auch sein, dass er infiziert ist und deswegen nicht arbeiten kann. Ne? Es kann alles möglich sein. Wir müssen alles in Betracht ziehen. Aber das ist jetzt die andere Frage. Das sind zwei an der Arbeit. Das sind zwei an der Arbeit. Das sind zwei an der Arbeit. Zwei Kolonisten sind obdachlos. Wie ist denn das jetzt wieder passiert? So, wir bauen auf jeden Fall Holz. Ich hab's auch schon, ja, irgendwo hacken hören. Achtzehn sind infiziert. Gut, ich glaube, dieses Mal wird man nicht ganz so viele retten können. Vermute ich mal. Aber wirklich, ich... Metall. Metall. Zement. Jetzt, wo wir Holz brauchen, haben wir einfach kein Holz. Das ist wieder so ein Busch. Das ist immer das Gleiche. Jedes Mal. Dann, wenn wir es brauchen, existiert es einfach nicht. Das ist halt wirklich doof. Oh, noch eine Sache. Ich habe mal gehört, dass sich ein paar beschwert haben. Weil wenn ich so rede, gell, P, K und D oder P, dass es übersteuert ist. Ja, aber ich schreie nicht. Das liegt auch nicht am Mikrofon oder sonst irgendwas. Also, es liegt eigentlich schon am Mikrofon, aber das hat jedes Mikrofon. Jedes Mikrofon hat das gleiche Problem, wenn man davor wirklich so redet und dann, klar, jetzt bin ich gerade übersteuert gewesen, aber wenn ich halt wirklich davor bin und dann halt wirklich so rede und dann PK und irgendein Geräusch mit, wo eben mehr Luft rauskommt bei dem Sprachlaut, dann hört sich das halt so an. Da sind Bretter. Ein bisschen weit weg, aber ich hoffe, die können das mit einem Rutsch holen. Weil dann können wir noch mehr Kranken und Gedönse bauen und dann sollte das auch wieder passen. Schwarze Ernte. Schwarze Ernte, du hast von einer brillanten Wissenschaftlerin gehört, die mitten im Nirgendwo lebt und nach einer Art revolutionärem Gentechnik-Projekt arbeitet. Ihre Hütte liegt ganz in der Nähe, es könnte also, sich also lohnen, ihr einen Besuch abzustarten, statten, um zu sehen, worum es geht. Gut, machen wir mal irgendwann. Kolonist ist tot, an einer Infektion gestorben. Ja, da geht's jetzt schon los. Gut, der Spezialist wäre wieder einsatzbereit. Gut. Schön erkunden. Ich brauche das. Was ist das? Wildwechsel? Grillen. Gut, also grillen brauchen wir nicht unbedingt, aber... Gut, da ist das Holzlager. Können die nicht durch... Warum gehen die da nicht durch den Bach? Sonst gehen die ja auch immer durch den Bach. Ich hoffe, die können es in einem Rutsch abbauen. Geil. Was hat er? Ein bisschen zackig. Hm. 15 Kolonisten sind infiziert. 25...
24. Halleluja. Okay, da, ja. 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 Infektion gestorben. Wird's bald. Wo sind die anderen? Ach, da. Ja, ey, lasst euch nur Zeit. So, helft mal da. Und zwar ein bisschen zack, zack. Zwei Kolonisten starben an einer Infektion. Jetzt ein bisschen Beeilung. Wir sind hier, sind schon fünf weggestorben. Was? Katastrophenfan. Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Ach, es ist schon vorbei? Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Klar, es sind noch 16 verstrahlt. Jetzt machen wir neue Dinger, dass hier nochmal mehr behandelt werden können. Ist natürlich praktisch. Aber das ist wieder 16. Na gut, jetzt die Rate geht zurück. Ich habe es gedacht, es dauert wieder ein bisschen länger mit der Infektion. Letztes Mal ist es, glaube ich, länger gedauert. Das letzte Mal haben wir nicht so gut überstanden. So. Können wir darum kümmern. So, der kommt weg. Zehn Kolonisten sind infiziert. Davor hatten wir sechs Träger, jetzt nur noch einer. Zoe ist jetzt eine Seniorin. Nur noch acht Kolonisten sind infiziert. Ja gut, nur noch sieben. Charlie ist tot. Jetzt müssen wir hier einen entlassen. Wir haben sonst keine Träger mehr. Jetzt haben wir null Träger. Gut, die sterben gerade alle weg, wenn wir zu langsam sind. Ach so, da haben wir auch ein medizinisches Zelt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wo könnten wir noch jemanden entfernen? Erstmal würde ich es so lassen. Erstmal würde ich es so lassen. Essen, wie sieht's da aus? Ja gut, 47 werden gerade produziert. Passt da eigentlich einigermaßen? Fünf Kolonisten sind infiziert, nur noch vier. Wird das hier nicht auch irgendwann mal voll sein? Plätze 37. Okay. Gut, jetzt können wir wieder das hier noch erkunden. So, laufen wir aus dem roten Gebiet raus. Nicht, dass ich dich dann drin noch vergesse und dann geht's dir da schlecht. Don wurde geboren. Fünf Kolonisten sind infiziert. Wie sieht's da aus? Behandlung. Radioaktiv. Würde ich jetzt erstmal so lassen. Das geht wieder voran, das wäre gleich fertig. Das hier könnte noch ein bisschen dauern, ganz kurz. Tut nichts. So, einen schmeißen wir raus. Passt. Passt eigentlich. Ja, ha. Soll ja auch passen.
So, gehen wir nach Hause. Nee. Wir könnten eigentlich noch die Kakerlaken mitbringen, gell? Und wir können Fischzucht machen. Muss ich machen wegen der Nahrung. Die Nahrung nervt mich so langsam, dass wir hier unendlich viele, was weiß ich, Fallenstelle haben und die bringen gerade mal 1% der Nahrung hier nach Hause. Das nervt mich. Nur noch ein Kolonist ist infiziert. Das würde ja eigentlich passen, gell? Das haben wir eigentlich überall. Dann können wir den hier noch entlassen. Jetzt hätten wir wieder 3 Träger. Passt ja eigentlich wieder. Jetzt haben wir die Sache wieder einigermaßen gut unter Kontrolle oder generell wieder einigermaßen unter Kontrolle. Ich bin mal gespannt, wie die Fischzucht dann funktioniert. Gut, da werden dann wahrscheinlich mehr Infektionen hervorgehen, aber wer sagt, dass man Fische nicht züchten kann? Eine gut funktionierende Fischzucht kann die Kolonie mit Fisch versorgen, um das Nahrungsangebot zu erweitern. Ich hoffe auch zu erhöhen. Hoffe ich. Aber jetzt? Vorrat an Nahrung geht wieder vorbei. Sieht eigentlich noch gut aus. Weil Kolonisten sind wieder verstrahlt. Einer ist noch infiziert, nur noch. Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Der Ob... Sie verarschen. Ich wollte das hier machen. So, ich will mal hier die Fischzucht haben. Wo ist denn einer verstrahlt? Hier drin. Ja, klar, die sind beide da drin. Wie soll noch das gehen? Die muss jetzt gerade beide behandeln. Umherziehen da. Habt ihr gesehen, wie sein Auto dahin geflogen ist? Was brauchen wir? Was bräuchten wir? Kleidung. Werkzeug wäre interessant. Aber 3 Elektronik würde ich nicht hergeben. Das andere wäre... Was wäre das? Was ist das? Sieht mir nach Kartoffeln aus, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich sehe das Symbol oben nicht. Ich würde aber ganz gerne... Komm, mach mal das. Wir haben zu viel Faser. Wir haben viel zu viel Fasern. Sind wir jetzt mal bald fertig mit der Behandlung? Zwei Kinder wurden geboren. Sehr gut, das Video bereit. What? Was hat er gerade gesagt? Don't worry. Don't worry. Be happy. Ich glaube, die haben sich verbuggt. Ach, okay, da geht's voran. Hier eigentlich auch. Da können wir wieder 2 rausschmeißen. Einer Senior, Wasserbrunnen verseucht. Welcher denn? Der hier. Sie dekontaminieren. Okay. Jetzt haben wir die Fischzucht. R. Warum steht auf Effizienz 0%?